Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Was gibt's bei uns heute im Topfgucker? Brokkoli-Bratlinge, sage ich jetzt mal, oder Brokkoli-Burger. Ne, hier ist der Teig. Der Teig, den mache ich mit nassen Händen, forme ich den zu solchen Burgern mit dem Deckel drauf und gut ist. Dazu gibt's noch paniertes Hähnchenbrustfilet und Pommes. Und es gebe ich diese, ich mache noch zwei drauf, dann kriegt es erstmal der Opa, der hat sowas noch nie gegessen. Na, also hier habe ich reingetan natürlich Knoblauch, ihr kennt mich, ganz viel Knoblauch. Ihr seht hier Frühlingszwiebeln, Mozzarella habe ich reingepackt und den rohen Brokkoli, sag ich mal, Blumenkohl habe ich im Mixer klein gehackselt, Salz, Pfeffer, ein bisschen Gewürze rein, was man halt mag und Mehl und zwei Eier. Das war's und dann wird's schön gebraten. Super lecker, sag ich euch. Die Mausi hat's auch schon probiert, gell? Ja. Und das erste Mal. Voll lecker. Voll lecker. Das erste Mal heute hier gemacht. Das kommt dazu, dass Mama die beste Köchin auf der ganzen Welt. Und du bist die beste Tochter, Masha'Allah. Mua, Habibti. Ja, meine Lieben, hier geht's weiter. Bild scharf, 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 yalla. Also. Hier, ich habe einen halben Blumenkopf genommen. Den Rest tue ich jetzt noch kochen und einfrieren. Hier, die sind schon fertig. Haben wir nur noch zwei. Dann habe ich hier noch die Pommes. Die sind gerade gesalzen. Und die Burger, die gehen jetzt zum Opa. Die anderen vier, die habe ich jetzt zur Schwägerin gebracht, dass die auch mal einen anderen Geschmack hinter den oder in den Gaumen bekommen. Hinter die Gaumen oder so. Ne? Ihr wisst ja, immer teilen, teilen, teilen. Schmeckt auf jeden Fall Bombe. So, meine Lieben, jetzt es ist die Mausi und ich, wir essen alleine. Der Junis ist eingeschlafen und mein Mann ist auf dem Feld. Heute hat sich alles verzögert. Der Schwager, der hat sich einen Finger geschnitten. Der halbe Finger war halb mit dem Hasch, mit dem Bersim-Messer. Und ja, dann ist er erstmal ins Krankenhaus mit meinem Mann. Die haben alles gestoppt. Wir mussten die Heidi zurückholen, haben den Wagen deponiert bei einer Tante, weil da hinten am Feld, weiter weg, bei dem Hirsi-Feld, da sind viele Leute, vielleicht klauen die den Wagen oder so, ne? Muss man natürlich aufpassen, sind wir schnell hingegangen. Den Esel zurückgeholt, den Wagen abgestellt. Als wir zurückkamen, ist gleich der Opa los. Der hat gedacht, wir haben den Wagen dort gelassen. Der Mausi holt das Besteck. Ja, dann sind die aber auch schon wieder gekommen. Und ja, jetzt holen wir uns mal, hier kriegst du gleich zwei, ein bisschen Pommes. Ja, wir machen uns gemütlich. Asseyez-vous? Oder wie sagt man? Keine Ahnung, ist das richtig? Mach mal das Feuer aus, bitte. Genau, das Feuer ausmachen. So, ich habe nämlich noch ein paar Dinger drin. So. Das wird mal schnell verteilt mit den Händen. Ist kein Problem hier, gell? Wir sind nicht im Restaurant. Alles easy. So, dann gib uns noch ein paar Bratlinge her. Und dann hat der Mohammed natürlich eine Tetanus. Nimm dir selber und gib mir auch. Eine Tetanusspritze in Popo gekriegt. Dann hat er noch, wurde natürlich gleich sofort genäht, hat Schmerzen, hat gleich Ibuprofen zwei Stück genommen und Antibiotika bekommen. Ja, und mein Mann ist wieder zum Feld. Und jetzt ist es Bismillah Rahman Rahim, genau. Ketchup und Mayo, gell? Haja. Also, guten Appetit, wir zwei Hübschen, wir essen heute alleine. Der Jonas ist krank, der hat ein bisschen Fieber. Yalla. Mal sehen, ob er das alleine übersteht oder ob wir Medizin brauchen, werden wir sehen. Guten Appetit, piep, piep, piep. So, meine Lieben, ich mache das jetzt mal ganz schnell so. Es gibt heute zum Abendessen für die Kinder heiße Trinkschokolade mit Honig, einmal Käsebrot und einmal Mischmisch für Aprikosen oder nee, Pfirsich. Ach, ich weiß schon nicht mehr. Wer Hunger hat, soll ins Wohnzimmer kommen. Jetzt kommen sie, Schokolade wie die wollen. Schokolade mit Honig haben wir gehört. Nur fürs YouTube-Video, sonst kriegt ihr Wasser. Also, ihr könnt aussuchen. Das ist wie heißt das? Présidence, ha? President Cheese. Mm. Und Marmeladenbrot. Und du willst wieder nicht, war ja klar. Was möchtest du denn essen? Nutella mit Brot. Ja, Nutella haben wir nicht. Deine Zähne. Habe ich gut gekocht, ne? Geht so, geht so. Und? Und schmeckt gut?
Schmeckt's gut, Jonas? Siehst du, und das ist die Milch von der Bosa. Der will das nämlich nie trinken, sag ich, wieso? Die schmeckt doch super. Also Butter vom Supermarkt, aber Milch von unserer Kuh. Also guten Appetit, Leute. Genau, erstmal hier die Käse und dann den Nachtisch, Marmelade. Wer Nom, nom, nom. will Jonas, komm. Der hat heute ein Zäpfchen bekommen. Dem ist nicht so. Der hat ein bisschen leichtes Fieber. Er will nie Socken anziehen. Wir haben gesagt, nächstes Mal gibt es dann eine Spritze. Nicht mehr ein Zäpfchen. Aber nach dem Essen ziehen wir Socken an, Jonas. We Na gut. Na gut, Alhamdulillah. Aber so erst Zuerst. Special Magic drauf. Sucht er die deutschen Nutella. Wörter? Die deutschen Nutella. Wörter. Nutella, Hader, ja Becher. Also das nächste Mal, wenn wir einkaufen gehen, bringen wir Nutella. Na, schmeckt dir die Marmelade? Ja. Das ist wie beim Tom. Marmeladenbrot mit Honig. Honig ist aber hier drinne. Okay. Der hat jetzt ein Video gesehen, wie wir in Jauhara waren im Urlaub und der hat. Aber dann hat er es so gleich gespuckt. Der hat nämlich auch gespuckt heute danach. Ess lieber bei der Mami. Also schönen Abend wünsche ich euch, Leute. Das war's wieder mit dem Video. Bis die Tage. Moschelömer. Bye bye. Genau, wenn ihr. Genau, wenn ihr esst, macht den Fernseher leiser. Am besten aus. Und wieso guckst du jetzt? Wir haben doch gesagt, wenn wir essen, machen wir aus, gell? Das ist nur Ausnahme beim Abendessen. Beim Mittagessen ist der Fernseher aus. Okay, boy, boy. Ist auch ein Trick, dann isst er mehr, weil er dann guckt und mehr, nicht merkt, dass er viel isst. Genau. Genau, langsam trinken, Leute. Habt ihr gehört? Die Weisheit vom Jonas und meine schönen Tassen nicht kaputt machen. Ne? Also, bye bye. Schon wieder was. Ich wollte gerade ausmachen. Machen wir dann kaputt. Die Tassen nicht kaputt machen. Okay, hast du noch eine Weisheit? Ja, und das kaputt. 100 Pfund. Müssen die zahlen. 100 Pfund. Ja, Okay. Lola, Das gehört doch. wir hätten einmal 100 Das Euro. gehört doch keinem Mann, das gehört doch uns. Jetzt denken die Leute, ich bringe die Tassen fürs Video extra von hier, von draußen. Ja, kann ja sein, ne? Khalas, yalla, bye bye. Baba. Hallihallo, hier gibt da Hühnerherzen und Hühnerleber, wie ihr seht. Alles schön in den Topf geschmissen, Frühlingszwiebel, Paprika, Gewürze, alles gleichzeitig. Die Leber und die Tomaten, das lassen wir jetzt schön reduzieren. Nachher tue ich es nochmal mit Wasser auffüllen, weil ich mag diese Soße. Gib einen Schuss Sahne rein, dann, ja, das ist mein Geschmack. Und wenn mein Mann isst, dann nehme ich ihm die Portion raus und brate die nochmal extra an. Yalla, das ist unser Essen heute. Die Mausi isst auswärts, die isst heute rote Linsen bei der Schwiegermutter. Das ist auch nicht schlecht, weil die mag keine Leber. Wie viele von euch wahrscheinlich auch. Wir mögen das und so. Essen wir halt auch, ne? Haben wir die Möglichkeit, die Kinder, also der Jonas isst auch mit, die Mause isst auswärts, kein Problem. So, da haben wir das fertige Kepta. Mein Mann ist schon gekommen, wir essen heute alleine. Unser Rendezvous, Mahmoud. Why you laugh so long, so esse. Gut, so? Heia, heia, heia. Also, wir müssen ja nicht immer Deutsch essen, wir müssen auch mal zeigen, hier Kepta, das ist mein Mann, sein Special Food, he love it. Er kommt vom Feld, voll hungrig. Ja, so ist es. Also wir essen hier. Schon, guck mal, toll. Akit, really, you lie all the time in the All the video. time I like everything. I will kill you. Okay, look. Das Brot ist wirklich super gewachsen. This is from Fatat, von seiner Tante. Tuha, but in the same keys. Also die Tante, andere Tante. Also, Tante, guck mal. Super. Maybe she put this pudra inside this. MB. What is the name?
Leute, ich will ja nicht lügen und warum ich diese Skepta. Komm, bring this package outside. I will show the people. Ich habe hier ein Which bisschen, package? ich habe hier geschummelt bei dem Essen. Muss man auch mal sagen. Moment. Why you put Kamun Ayuasa? The package in the door down left. The Skepta package. Left, not Remi. Ayua. Besappt. This is inside. And we must say, ich benutze wirklich nicht viel so kruscht, wie ihr seht, aber das habe ich mal benutzt von MyChef. Und Leute, das macht die super Kepta. Da sind die 7 Boharat drin, Zwiebel, auch ein bisschen Chatter. Also ich habe da nur einen Esslöffel reingemixt und ich habe dafür keinen Knoblauch rein, weil da ist schon Knoblauchpulver drin. Kann man kurz zeigen. Gut, was die da sagen, keine Ahnung. Ich mache ja, wie ich will, aber. Ja gut, ich habe es auch so gemacht, ne? Paprika, Zwiebel, das Rote weiß ich nicht, was es ist. Ist ja alles arabisch, yalla. I don't know what it's written, but this is the good und mein Mann Lemon. Okay, Leute, das war's schon wieder von mir. Jetzt beenden wir das Video. Jetzt wisst ihr Bescheid. Here, I put this inside von my chef. This is not bad. Das habe ich mal gekauft und einmal ausprobiert. Dachte ich mir, komm, wir machen es ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, das schmeckt ja Bombe. Und jetzt benutze ich das weiter, weil, ja, ein bisschen fremdgehen darf man auch, gell? Also Leute, mal wieder beendet Mein unser Salat Topf. darf nur das bisschen Video Ach so, dein Salat, ja, das ist wieder frisch vom Feld, Koriander mit Tomate und das esse ich nicht. It's not for me. I eat Pommes. Mein Mann mag keine Pommes. Der isst ja, das sind rüber. ägyptischen Sachen und ich mische das so an. Ich habe ja auch Ishtar drin, dass du weißt. It's also Ishtar inside, alle Fikra. Und dann gibt da. Aywa, it's my I make always without Always. you know. Okay, Leute, das war's wieder von uns. Bis die Tage, Masilema. Bye bye. Guten Appetit, bon Appetit. Bon Appetit, Belhena wa Shiva. Ja, wir essen mit dem Dings, ne? Mit der Hand. Mit dem Brot. Normal mit eher Masri, ne? Aber jetzt essen wir es halt mit dem. Wir haben kein anderes da. Fladenbrot. Danke, danke, danke. Nice. خالص خلاص باي ال مش كم من بيتر لاست دايز ذا لاست اوف وز